Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed hier bei Explorer LP. Wie du siehst, wir sind in Alexandria. Nee, siehst du nicht, aber wir sind in Alexandria. Letzte Folge haben wir ja schon mit dem jungen Mann hier gesprochen, beziehungsweise da hat das Handelsfenster mit ihm direkt geöffnet. Wir konnten drei Sachen kaufen, die jetzt nicht so von dem Interesse sind. Ich hatte jetzt das Spiel nochmal neu gestartet, musste jetzt wieder zu ihm hinlaufen, weil die Quest mir dann nochmal als neu angezeigt worden ist, weil der letzte Folge da halt nicht abgespeichert hatte. Und jetzt hat er wohl eine Quest für uns. Und Reda hat zahlreiche sehr seltene Gegenstände im Angebot, also besuche ihn regelmäßig, dass sich sein Sortiment jede Woche ändert. Außerdem bietet Reda an jedem Tag eine neue Quest, bei der es darum geht, Menschen in Not zu helfen. Beende sie, bevor die Zeit abläuft und du wirst großzügig für deine Mühen belohnt. Gut. Was hast denn du für eine Quest? Halten zum Verfolgen. Okay, wir sollen Fixamente darüber, aber eine Zeit sehe ich jetzt nicht. Wir probieren es mal sehen. Und dann auch mal schauen, was für eine Belohnung der junge Mann da für uns hat. Oder der Timer startet erst, sobald wir das Gebiet betreten. Das kann natürlich auch sein. Erreiche und räume das Banditenlager. Wenn die jetzt natürlich alle Level 10 sind, dann können wir knicken. Warum? Warum? Na, mein Freund? Gib mal Gas hier. Hier noch Meter. Wir haben keine Pfeile, nix. Nischt. Oder ist das das Lager, was wir in der letzten Folge, vorletzten Folge aufgeräumt haben? Nee, wir sind aus einer anderen Richtung gekommen. Sieht nur fast so ähnlich aus hier. Doch, das ist das doch. Siehst du, haben wir schon geräumt. Ach, die sind wieder respawned. Okay. Das ist gemein. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Hey! Ja, komm mal her. Komm mal her. Hey, was? Das richtest du besser nicht auf mich. Komm mal hier. Ohne Zeit auch nicht, ne? Was ich mich immer noch frage, wir müssen mal eben schauen, wir haben das doch geskillt. Hilfsmittel, Kampfrausch. Nutze die Substanz gegen einen arglosen Gegner, um ihn dazu zu bringen, sich gegen seine Verbündeten zu wenden. Giftpfeile. Taste 4. Ja, das wissen wir ja. Schlafpfeile, wissen wir auch. Aber wie benutzen wir das? Ist das. Und zum Voranschreiten. Ist gesperrt. Zweiter Bogen ist gesperrt. Und hier können wir nur zwischen den beiden Sachen auswählen. Ich verstehe es nicht. Wie machen wir das? Na egal. Wir versuchen es mal so jetzt. Und der nächste. Oh, das sind alle. Okay. Welches Level hatten wir? Wie weit marschiert er jetzt? Was? Aufpassen. Hier stimmt was nicht. Meinst du? Uns überrumpelt nichts, Bruder.
Freunde. Du hättest nicht herkommen sollen. Okay. Redas Aufgabe ist getan. Ich gebe ihm Bescheid. Ja. War mal jetzt zweimal hier. Ist der Loot denn auch respawnt, wenn die Kollegen schon respawnt sind? Never. Nein, eher nicht. Können wir denn zu dem jungen Räder porten? Frage? Nein, da würde ich ja gar kein Target hinsetzen. Ja. Zum Tempel dürfen wir schnell porten. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir für eine Questbelohnung kriegen. Also wir können Gegner dazu bringen, für uns zu kämpfen, aber irgendwie sehe ich das noch nicht so wirklich. Räum die Straße, Schmarotzer! Na, nicht so frech hier. Jo, wo sind wir jetzt? Wir müssen... Hier können wir noch eine Quest annehmen. Das machen wir jetzt mal eben bei dem jungen Mann da vorne. Isesu! Meine Isesu! Was ist los? Hast du auf deinen Reisen mein Totenbuch gesehen, Magi? Ich habe es mir in Memphis gekauft. Nein. Wie hast du es verloren? Banditen. Sie kamen aus den Dünen in der Nähe. Als ihr Anführer sah, wie wichtig es mir ist, hat er es mir entrissen. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich kann helfen. Ich fürchte sie nicht. Ich habe für jemanden wie dich gebetet. Das Buch wird mich mit der Seele meiner Frau vereinen. Da bist du ja, Vater. Wir gehen nach Hause. Aber der Magi wird mir helfen. Ach ja? Du willst dein Buch finden? Falls du das wieder erwarten tust. Danke. Der schickt uns ja jetzt nicht wieder dahin, oder? Banditen? Hast du gehört, wo die Banditen hin wollten? Oh, der Anführer sagte, sie treffen sich bei der Nekropole, glaube ich. Der will wir wirklich wieder. In der Nähe. Wir sollen da echt wieder hin. Nein! Das ist das dritte Mal jetzt. Scheiße. Ich werde nicht nach Hause gehen, bis ich... Vater, das Buch ist fort. Gib den Weg frei. Du wirst Mutter im Gefilde der Binsen auch so finden. Ich verspreche es. Ich hatte vorher gewusst. Hätten wir mal vorher alles angenommen, dann hätten wir drei Queste da erledigen können in einem. So. Ja, es ist... Entschuldigung. Mal sehen, ob die jetzt wieder respawnen sind. Dann wird's ja echt ein Running Gag. Déjà vu. Ja, wir können es ja dann nochmal mit dem Übernehmen probieren. Ich möchte mal wissen, wie das funktioniert. Er gibt uns ja, wenn der Missionsziel in der Nähe. Oh. Dann flieg mal weiter, mein gefiederter Freund. Ziel lokalisiert, okay. Gibt uns ja immer nur eine Option und das ist F für Niederschlagen. Warum nicht R für... Okay, sind nicht respawned. Die liegen noch in ihrem Blut hier. Ja, so lange sind wir ja noch nicht weg, ne? Da ist ja das Totenbuch. Ja, das Becker wird sich freuen. Lesen haben wir das auch schon. Jetzt gibt dem alten Mann sein Buch zurück. Ja. War da noch was? Was? Achso, Fackel aufstehen.
Ja, dann porten wir mal fix wieder zurück. Und wenn da jetzt wieder eine Quest dafür kommt, ne? Dann schrei ich. Nein, nicht markieren. Nein, nicht markieren. Ich will Schnellreise. So. Déjà-vu. Ich glaube, so nennen wir auch die Folge. Aufgepasst. Da sind wir auch schon. Aber dann haben wir ganz fix die Queste fertig und zwei können wir abgeben. Wo ist der Kollege jetzt? Da oben. Aus dem Weg! Bring dem alten Mann das Buch. Was ist denn der? Oh. Hat dein Vater uns verlassen? Sein Leben ist vorüber. Er war zu schwach, um auf deine Rückkehr zu warten. Dann möge er in Frieden ruhen. Er hatte große Angst, dass sein Ka den meiner Mutter nicht finden wird. Wo ist seine Leiche? Es ist noch nicht zu spät. Du bist wirklich ein Geschenk der Götter. Er empfängt gerade die Riten im kleinen Tempel. Bring dem alten Mann das Buch. Okay. Notizen zu den Vorgängen in der Nachwelt. Der Verstorbene kommt in das Grab, steigt hinab in die Unterwelt und der Körper gewinnt seine Fähigkeiten zurück, sich zu bewegen und zu sprechen. Der Verstorbene reist in der Sonnenbarke über den Himmel als einer der gesegneten Toten. Am Abend reist der Verstorbene in die Unterwelt, um vor Osiris zu erscheinen. Nachdem seine Unschuld bewiesen wurde, übernimmt der Verstorbene Macht im Universum als einer der Götter. Ja, mit Reda müssen wir noch reden. Dann machen wir das eben. So, kleiner Mann. Ein Geschenk. Von mir und nicht von den Göttern. Obwohl wir ja bereits wissen, dass du Rehs Günstling bist. Oh, Kriegsbogen, Stück 9. Nice. Jetzt kein Dreischussbogen, bitte. Bitte nicht. Wo ist der Bogen? Da ist der Bogen. Er schlägt hart zu und bringt selbst den mächtigsten Gegner zu Fall. Präzision bluten beim Treffern. Und wieso haben wir jetzt schon wieder Munition? Okay. Schön. Lohnt sich. Gut, und wir müssen zu dem alten Mann. Da. Hoffentlich lässt man uns auch ohne weiteres rein. Sind nicht freundlich, okay. Inisigiriet. Da nichts zu holen, ne? Wo liegt er denn? Hier wird er einbalsamiert. Alter Mann, dein Buch. Möge es dich zu deiner Frau führen. Fertig. Und sonst ist immer noch nichts zu holen. Okay, dann lunchen wir mal auf die Karte. Wir haben uns jetzt wieder ein bisschen vom Ziel entfernt. Räche Gangkwai Shangshe und finde und töte den oder die Schuldigen. Das ist wieder ein Spieler gestorben und wir sollen... Der war bestimmt auf der Galeere. Wir gehen erstmal hier hin. 114 Meter. 115... Flups. Oh, ob wir hier sein sollten. Ich wage es zu bezweifeln.
Taut. Im Nebuchriat Amet. Politische Gespräche. Neuer Ort. Echt, an so einer Glockenwand kommt er hoch? In der Nähe versteckten Papyrus. Okay, wir gucken jetzt mal draußen. Papyrus ist natürlich wieder ein Rätsel und da gibt es wieder geilen Stuff. Wenn wir es denn gelöst kriegen. Oh du, der du verantwortlich bist für die ewigen Sterne, die vor Re brennen, bereite den Weg für Unas, damit Unas uns vor den bösen und abschreckenden Kräften der Nacht schützen kann. Da geht's rein. Seid ihr jetzt böse? Trifft den Priester Mehmet am Tempel der Sachmet. Okay. Finde den Papyrus. Ich glaube, wir bräuchten Shenju, da ist er. Okay, die scheint wirklich drin zu sein. Immer der Haupteingang, ne? Ganz regulär, also ist ja keiner böse hier. Bis jetzt zumindest. Ja, Freunde. Hallo. Bayek, welch glückliche Fügung. Ich dachte, es dauert Jahre, bis wir dich wiedersehen. Friede sei mit dir, Menehet. Wie geht's der Familie? Die Kinder werden mit jeder Minute größer. Meine Frau und ich haben alle Hände voll zu tun. Und du? Gibt es was Neues zu... Nein. Ich vergesse mich. Es gibt so vieles in deinem Leben, worüber man besser nicht spricht. Vergib mir. Ich sehe an deiner Kleidung, dass du befördert wurdest. Ah, ja. Der Hohepriester in seiner Gnade machte mich zum Stellvertreter. Und er hat noch viel mehr als nur meinen Rang verändert. Du musst dir den Tempel ansehen. Bekomme ich eine Führung? Natürlich, natürlich. Wann immer dir danach zumute ist. So, trifft den Priester, Hammer, sprich mit ihm, um die Einführung zu beginnen. Möchtest du jetzt eine Führung durch den Tempel? Nach dir, Menehet. Oder heißt es Diener der Göttin? Menehet reicht völlig. Schließlich gehörst du zur Familie. Das ist keine traurige Ruine mehr wie beim letzten Mal. Jamu veranstaltet jetzt regelmäßig Zeremonien, die unseren urigen Lebensstil zeigen. Und die viele Besucher mit mehr Gold als Verstand anlocken. Ah, diese Beschreibung passt auf jeden aus Alexandria. Ist das mit deinem Glauben vereinbar? Ich gebe zu, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Von einer Räuberbande überwältigt, ha? Huh? Lautlos wie Geister. Onkel Bayek! Onkel Bayek! Hallo, Onkel. Juwelen meines Lebens. Wieso seid ihr nicht bei eurer Mutter? Nimm mich hoch, Onkel Bayek! Na, wisst ihr, man muss einen Mann nicht von hinten angreifen, wenn man 4-1 in der Überzahl ist, ha? Huh? Du hast doch gesagt, verschafft euch jeden möglichen Vorteil gegen einen gefährlichen Feind. Ja, ja, ja. Und ich bin besonders gefährlich! Versteckt euch, denn der Wanderer verfolgt eure Fährte! So. Sind wir jetzt wieder... Okay, wir gehen mal eben wegen dem Papyrus.
Da oben. Drei Position gerät. Wo denn? Okay. Ich denke, er ist unter dem Pool, oder? Da liegt was. Könnte er das sein? Fruchtbare Länder. Finde den Papyrus. Okay. Einige hundert Meter nordwestlich des Sachmet-Tempels in Jammu am Mamelodsee gibt es einen tollen Ort für ein Rendezvous. Er ist voller Dattelpalmen und umgeben von der Wüste und einer steinernen Umrandung ohne Ausgang. Dort findest du mich. Gut. Das nächste Rätsel. Das gibt Aua. Oder auch nicht. Wir schauen nochmal eben hier. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt nochmal mit unserem Priesterfreund reden, oder? Soris wird vielleicht die heiligen Tiere da draußen belästigen. Er tut gerne so, als wäre er ein Gladiator. Oder auch nicht. Was sagt die Küste? Habe ich da jetzt irgendwas nicht mitbekommen? Ihren Mann Claudius zu finden, der von einem Ausflug über den Mariotsee nicht zurückkam. Bayek findet ihren verstörenden Tatort eines Mordes und beschließt, nach weiteren Hinweisen zu schauen. Hinterhalt im Tempel. Bayek versucht den Tenryam um seinen alten Freund Manet. Finde Manets Kinder. Okay. Wir spielen also Verstecken. Finde Soris, Hashina, Naila und Keba. Gut, machen wir in der nächsten Folge. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.